Good Boy, der Horrorfilm für Leute, die es eilig haben. Denn ganz ehrlich, das Teil ist 76 Minuten lang, das heißt keine Minute zu lang und enthält kein Gramm Fett. Und das, was den Film ausmacht, ist die so in unfassbare Abgründe gehende Grundsituation, wobei es eigentlich relativ harmlos anfängt. Wir haben einen Millionärssohn, der ist Christian und ist eigentlich relativ zurückgezogen, lebt mit seinem Hund. Erstmal alleine, bis er dann über ein Tinder-Date die junge Sigrid kennenlernt. Die verstehen sich dann auch bei dem Date direkt wunderbar. Sigrid geht mit Christian nach Hause und eigentlich ist da alles wunderbar, bis auf ein Detail, das wir als Zuschauer von der Eröffnungsszene her kennen. Der Hund, den Christian hat, das ist kein Hund, sondern ein erwachsener Mann in einem Hundekostüm, der aber so tut und so lebt, als wäre er ein Hund. Christian behandelt ihn wie einen solchen, derjenige hechelt auch nur. Und Sigrid ist davon natürlich hochgradig abgestoßen, entscheidet sich aber dann doch dafür, Christian eine Chance zu geben, kehrt zu ihm zurück. Ja, und die beiden mit dem Hund machen ein Wochenende irgendwo abgelegen in einer größeren Unterkunft. Ja, und das ist dann die tragende Zeit, beziehungsweise das, worauf es hinausläuft, nämlich. Es gibt einen Twist und danach wird es ziemlich ungemütlich und ja, das ist der Film. Der Film weist gerade mal vier Darsteller auf, das sind die drei genannten, sowie eine Freundin, mit der Sigrid ein bisschen plaudert, das heißt, es ist knapp über Kammerspiel. Und wenn ich sage, dass es ein Horrorfilm ist, stimmt das absolut, allerdings erst in der zweiten Hälfte. Und auch da muss man jetzt nicht Jumpscares und sonstige Sachen noch und nöcher erwarten. Es ist mehr diese absurde Situation, dass da eine Frau beim Date mit ihrem Typen sitzt und da sitzt ein Typ in einem Hundekostüm daneben und wird die ganze Zeit als solches behandelt. Könnte auch absolut lächerlich sein. Der Film nimmt das aber todernst und setzt diese Situation wirklich unangenehm und unheilvoll in Szene. Hat aber auch ein paar wirklich absurde Momente. Und im letzten Drittel kippt das Ganze dann in eine ganz andere Richtung. Und wie gesagt, bei 76 Minuten, man meint, da kann nicht viel passieren. Doch, das geht. Zumindest nichts, was zu viel ist und nichts, was irgendwie füllt und ausstopft. Und so ein kurzer, knapper, knackiger, sitzender Horrorfilm. Das Einzige, was ich kritisieren würde, und das ist, will ich natürlich nicht ausführen, ist, ich mag den Schluss nicht, weil ich ihn etwas zu abrupt finde, okay, bei der Lauflänge, aber das hätte ich ein bisschen anders geregelt oder geregelt haben wollen, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, das ist so ein kleiner Film, der nicht wirklich zu der Zeit passt, wo er rauskommt, denn er kommt an Weihnachten ins Kino, aber wer sich mal ein bisschen abseits der Norm, vor allem so dem gängigen The Nun und anderen Filmen Horror-Einheitsbrei entziehen will, könnt ihr ja durchaus mal einen Blick drauf werfen. Ich gebe dem Teil 4 von 5 Punkten und ja, denke mal, das Teil könnte von dem entsprechenden Publikum geschätzt werden. Also es ist auch ein Film, der beim Fantasy Filmfest lief und vielleicht, wenn man sich mit solchen Filmen, die dort gezeigt werden, assoziieren kann, findet man hier durchaus ein bisschen Spaß. Wie seht ihr das? Habt ihr den Film gesehen? Interessiert euch die Story oder stößt ihr euch komplett ab? Erzählt das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr mir immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.